So, moin YouTube. Herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Wir haben in den letzten Folgen so ein bisschen was geschafft. Wir haben Schweinestall, wir haben Schweine, wir haben die schwangeren Ladies unter Kontrolle gekriegt. Oder eher gesagt, wir haben neue Leute eingestellt, um die Arbeitsplätze zu besetzen. Und zusätzlich nicht wundern, wenn jetzt in den nächsten Folgen irgendwann wir zu zweit sind. Der gute Marc, den ihr vielleicht schon von Euro Truck Simulator kennt, stößt auch nochmal nachher dazu. Für ein, zwei Runden. Runden vor allen Dingen. Weil hier auch so viele Runden gibt. Ja, in diesem Sinne gehe ich jetzt, glaube ich, pennen. Ich würde die so gerne nochmal umdrehen. Ich bin schmutzig. Vielleicht gehe ich nochmal baden, bevor ich pennen gehe. Voll dunkel gerade, ne? Na gut, so viel Baden ist hier in diesem Scheißfluss nicht. Ist das meine Hütte? Ja. So, es ist Winter wieder. Kaktusende. Ich habe verseucht die Jahreszeit. versucht die Jahreszeit zu überspringen. Versuche es nicht nur, ich tue es. Suche nach Möglichkeiten, den Oxbow zu einem besseren Ort zu machen. Bleib wachsam. Das ist jetzt anders. Was? And remember, don't eat the yellow snow. Ich muss, glaube ich. Ist er das? Wislav. How do you do? Kann ich dir bei etwas helfen? Mir wäre noch etwas Süßem. Dann solltest du vielleicht einen Kuchen essen oder eine Tasse oder. Oh nein, das ist lecker und so langweilig. Ich will etwas anderes. Ich habe gehört, dass Domazier auf Bistovias Markt Lavendelhonig verkauft. Den würde ich gern probieren. Klingt lecker, vielleicht soll ich mir selbst welchen kaufen. Das ist großartig, dann kannst du ja gehen und Honig für uns beide kaufen. Ja, gucken wir mal. Bestimmt gut fürs für die Dorfgemeinschaft hier. Wir haben erstmal Winter, bevor wir jetzt in eine Stadt gehen. Was haben wir hier eigentlich? Weizen. Dann hole ich doch mal meinen Sack raus. Dünger brauchen wir nicht. Wir können Karotten. Das war's. Roggen. Roggenhafer. Das geht ja erst wieder im Frühling, genau. Dann machen wir mal so eine Stiege Karotten hier, ne? Dass hier auf den Feldern wenigstens ein bisschen was passiert. Oder warte mal. Was war mit den Karotten? Winter bis Sommer. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wir machen zwei, aber zwei ist doof, weil da haben wir so viele Felder auch noch im Frühling weg. Also machen wir eins. Und dann passt das schon. Kein Zielwasser getrunken, ich merke das gerade. So. Wie gesagt, wir brauchen, glaube ich, am meisten brauchen wir Hafer. Ne? Weil wir haben ja jetzt, wenn ich richtig bin, keine Münze. Kronvase, Weidenkiste, großer Weidenkorb, das bringt uns alles nichts. Liste mit Übungen. Der Atemberauber. Ach ja, den müssen wir ja noch schärfen. Und dann, irgendjemand hat mir ja schon gespoilert, dass das Geld kostet. Ich muss kurz mal in die Verwaltung. Stimmt das hier alles? Das, Häuser. Die sind, zwei sind kaputt. Gewinnung, Brunnen, das ist nicht so schlimm. Tierhaltung, Hühnerstall.
Keine Tiere. Kein Arbeiter. Tiere haben wir. Hier haben wir keine Tiere. Das stimmt, weil die noch nicht groß genug sind. Das war so ein bisschen doof. Egal. Ich lasse den da jetzt ackern, auch wenn er eigentlich gar nichts tun kann. Nahrungsmittellager ist auch kaputt. Also sollten wir erstmal kurz den Reparateur machen hier. Wie jetzt? Ich hab keinen Hammer mehr? Anscheinend nicht. Hatte ich nicht so einen Kupferhammer? Ja. Da. Einer war wahrscheinlich kaputt. Okay, gucken wir mal eben da hinten. Das wollen wir ja jetzt nicht, dass hier irgendwas kaputt ist. Was ist nicht meine Hütte hier? Nee. So. Irgendein Lager soll auch ein Arsch sein, ne? Scheuert oder was? Ja. Nichtsdestotrotz ist die Verwaltung immer noch kacke. Aber gut, wir werden das mit der Tierhaltung ja auch erstmal nicht in den Griff kriegen. Bis die Schweine nicht größer sind. Ferkel 0,5. Ab wann gelten die denn als groß? Das ist halt so die Frage. Sonst muss ich doch den Igor, warte mal, den Igor erstmal wieder in den Hühnerstall knallen. So, warte mal, Igor. So, dann geht er erstmal wieder hier hin. Ja, macht Ei und Federn. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Nicht geil, aber ein bisschen. So, dann haben wir nicht das schärfste Messer. Quest verfolgen. Da müssen wir ja... Boah. Südwesten. Da müssen wir hin, genau. Wir müssen den Weg... Ja. Über den Fluss. Okay. Probieren wir das mal. Latschen wir da mal hin. Der Tag hat ja gerade erst begonnen. Ich hoffe, die Kollegen hier kriegen jetzt nicht hier alle irgendwie ein Problem oder so. Das wäre halt blöd. Das ist der richtige Weg. Da, wo wir jetzt hingehen, waren wir auch schon mal. Da haben wir, glaube ich, auch die Hühner her, ne? Bin ich ziemlich sicher gerade, dass wir da die Hühner her haben. Die Hühner ist freilaufende Hühner. Und ich hoffe, das wird nicht zu teuer. Eine Weggabel um links halten. Das Spiel leckt heute ganz schön. Ich frage mich, warum. Hatte ich auch schon bei 7 Days am Montag. Weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen in Internetverbindung liegt. Vielleicht hätte ich mal den Router neu starten sollen. Oder vielleicht auch einfach mal den PC neu starten. Das hilft ja auch oft, weil ja sonst die CPU so lange verwendet wird. Ne? Selbst wenn man ihn herunterfährt und wieder hochfährt,
wird die CPU nicht wirklich neu gestartet. Ist irgendwie strange, aber irgendwie so ist das. Ja. Also ich treffe das Viech irgendwie nicht, ne? Hey! Ich will meinen Stock wieder! Hab ich gar kein Messer mehr in der Tasche? Ne. Shit! Das Viech humpelt weg. Aber ich hab meinen Speer nicht wieder. Krieg den erst wieder, wenn er tot ist, ne? Scheiße. Ja, okay. Alter, leckt das heute. Tut mir leid. Ich weiß... gerade nicht, woran das liegt. Überlastet? Warum? Wie kann denn jetzt die neue GT 4070 schon so abkacken? Was wird denn der Kollege hier sein? BK42! Chiboa hat mich gebeten, sein Messer bei dir zum Schärfen abzuliefern. Hat er das? Und hast du das Geld für seine offene Zahlung auch dabei? Offene Zahlung? Diese verfluchte Wiesel hat schon die letzten 3 Male nicht bezahlt. Als ich etwas für ihn gemacht habe. Und mittlerweile schuldet ihr mir eine ganze Menge Geld. Ich erledige nichts mehr für diesen Betrüger, solange er mich nicht bezahlt hat. Verstehe deine Wut. Aber dieses Messer muss trotzdem geschärft werden. Euer Streit ist mir egal. Schleif einfach die Klinge. Wie viel schuldet er dir? Genau 100 Münzen, dieser dreiste Mistkerl. Okay, ich begleiche die Schulden. Endlich, lass mich an die Arbeit gehen. Hier, so scharf, als wäre es neu. Schneide dich nur nicht damit. Wir sehen uns. Okay, hoffentlich kriegen wir das Geld von dem Bastard wieder. Das wäre sonst ungeil. Wir latschen jetzt erstmal nach Hause. Okay, dann hat das wahrscheinlich am Montag bei 7 Days auch geleckt und ich habe gar nicht mitgekriegt, dass mein Codierer überlastet war. Aber jetzt geht's wieder, ne? Hab ein bisschen was nach unten gestellt. Für die Aufnahme. Ihr auf Twitch merkt das jetzt gar nicht. Ich latsche jetzt noch nicht zu dem anderen, das machen wir am nächsten Tag. Wir latschen jetzt erstmal nach Hause. Marc ist ja auch schon im Chat, der will ja gleich dazukommen hier.
Ah, wir müssen mal gucken. Wegen der Fischbär-Tante. Fischbär vor allen Dingen. Wegen der Fischertante. Die war ja auch schwanger. Und wenn die jetzt bald Mutter ist, dann brauchen wir ja... Genau, dann brauchen wir jemand Neues. So, da sehen wir schon wieder unser kleines Dorf. So, ich will mal eben gucken, wie es den Schwein geht. Mal, irgendwas ist schon wieder neu bei Verwaltung. Da sind schon wieder drei Probleme jetzt. Tierhaltung, Produktion, Schmiede. Schmiede hat wieder kein Material für irgendwas, ne? Das ist aber nicht schlimm. Die Kupferbahnen, da hängen die immer so ein bisschen hinterher. Oh Gott, friert ihr euch nicht den Arsch ab? Anscheinend noch nicht. Leer. Gott, Trog 80%, ja. Die muss ich auch irgendwann nochmal neu machen. Jetzt wollte ich nochmal bei dem neuen Haus gucken. So, warte mal, wen haben wir hier schon drin? Da sind schon zwei drin. Ah, hier ist noch gar keiner drin. Das ist gut. So, was macht denn die Fischtante? Fischer. Die ist auch immer noch schwanger. Bergarbeiterin ist auch schwanger. Ja. The question ist, baue ich noch ein zweites Haus für Eventualitäten? Dass ich vielleicht auch erstmal zwei Männer hole oder zwei Frauen, die sich jetzt aber nicht unbedingt hier sexuell betätigen. Ich meine, die Frauen dürfen sich gegenseitig sexuell betätigen, überhaupt kein Problem. Aber nicht sexuell betätigen in dem Sinne, dass sie schwanger werden, so, ne? Also... Das ist so eine Frage. Oh, ich kann ja hier sehen, Steuern sind jetzt bei 1135,2. Und wenn ich jetzt einfach mal sag, ich knall hier noch ein kleines Haus hin, was irgendwie nicht geht, warum auch immer. Oder machen wir das so? Die Richtung? Vielleicht auch einfach schräg hier? Geht auch nicht, ne? So. Noch kostet das keine Kohle. Das ist gut. Ich brauche Steine, wie immer. Mal gucken, wahrscheinlich Steuern ab Grundmauer oder so, könnte ich mir vorstellen. Jetzt immer noch nicht. Ich habe keinen Holzstamm mehr. Mal gucken, ob wir im Materiallager wieder genug haben für mich. Ja, da können wir uns nochmal
Mal 20 rausnehmen. Erstmal. Guten Tag, lieber Andy. Moin, Mark. Ich habe schon gesehen, du bist schon fleißig am Rumlaufen. Ich bin schon fleißig. Ich hoffe, du lässt mir auch noch eine Frau übrig. Ich habe hier noch gar keine Frau. Die hält mich nur von der Arbeit ab. Das ja. Du Schluri, du Schluri. So. Ich habe dir hier in dem Chat... Ne, weil zwei Stachel kannst du ja auch auf Chat gehen. Da steht schon der. Da ist schon der Code drin. Der hat Code in den Chat gemacht. Ja, yeah, geil. So, Spiel beitreten. Sitzungscode. Oh. Ich dachte schon, meine Tastatur verarscht mich. Steuerung V wollte er nicht annehmen. Ah. So, und jetzt beim Dach. Machen wir Schindeln? Nee, wir machen ein normales Holzdach. Ja, heute gucken wir uns mal an, was der Andy hier fabriziert hat. Was wir ihm vielleicht so kaputt machen können. Nein, Spaß. Und das fliegst halt wieder raus. Das ist ganz einfach. Ich bin unter der Erde. Du bist unter der Erde? Ja, im Moment habe ich die Sicht von unter der Erde. Oh nein, die Leute haben schon wieder nichts zu fressen. Ich guck mir jetzt schon die Radieschen von unten an. Warum haben die Leute nichts zu fressen? Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Das sehe ich gleich erst. Er ist noch im Ladescreen. Fischer. Eben kam was dazu, jetzt wieder nicht. Ja, ich brauche diese Einleitung nicht. Dankeschön. Wir haben hier nichts zu fressen wegen dir. Ich? Nein, ich bin noch gar nicht da. Ich habe noch nichts gegessen. So, welchen nehmen wir denn? Ich glaube, wir würden sagen, wir nehmen den. Ist natürlich. Vielleicht wieder Winter. Ich glaube, im Winter brauchen die mehr Essen. Ja, ich nehme die. So. Ja, das passt zu mir. Aber so. Und so. Zack. Shit, jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet, wo der andere hin ist. Ja, Mann, mach ich jetzt mal keine. Hier lassen wir alles. Hier, Grundfarbe. Tap, 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 tap. Ein paar bin ich aber nicht. Den. Ja, wir lassen die wilde Frisur. Machen so. Ja, das passt eigentlich schon hier. Oder das hier. So. Ich sehe dich, glaube ich, sogar schon. Also, als Pfeil auf meinem Ding sehe ich dich schon. Okay. Ja, komm, wir lassen so. Wie, Arbeitstag schon wieder vorbei bei euch? Stimmt ja mit euch nicht. Da. Der erste Name, der im Kopf war. Meine Kippe hat sich jetzt alleine geraucht. Okay. Zu sehr mit Gewicht hier beschäftigt. Oh ja, es ruckelt. Oha. So, und knallen wir hier mal ein bisschen Essen rein. Dabei ist hier so viel, oder ist der... Oh, ich befürchte... Cool, ich bin jetzt neu auf deiner Welt, aber ich muss jetzt nicht hier die... anscheinend die Einleitung mit dem Typen da machen. Das ist doch schon mal gut. Ja.
Finde ich auch gut. Ein paar Sachen sammeln hier. Kann schon mal ein bisschen was haben. Ist die Küche kalt? Ein paar Stöckchen und sowas. So, sehe ich dich jetzt eigentlich auf der Karte? Oh ja, cool. Okay, und du bist da ums Eck. Sehr schön. Das heißt, ich hab's ja gar nicht so weit. Nee. Jagd. Weil ich hab ja jetzt auch noch gar nichts außer Klamötchen. Das stimmt. Kleidung. 6. Oh, ich verliere hier keine Ausdauer bei dir, wenn man rennt. Das finde ich ja cool. Ja, das habe ich ausgestellt. Das ging mir auf den Sack. Erstmal ein bisschen Stroh sammeln. Wo kommt das ganze Stroh her? So. So, Essen ist wieder vorbei. Die haben wieder genug. Dann mache ich mir mal 2 Fackeles. Ich hätte jetzt auch die Brücke nehmen können, aber ich gehe direkt erstmal baden. Schön hier das im Eiswasser. Ja, ich muss ja jetzt hier quasi, während du hier schon fast alles stehen hast, muss ich ja jetzt erstmal wie von null anfangen, ne? Das stimmt. So. Die Frage ist jetzt nur, ich habe jetzt auch, glaube ich, in dem Sinne kein Haus zugewiesen wahrscheinlich. Nee, du musst meins nehmen dann. Da dürftest du ja eigentlich mit einziehen können. Achso, keine Bretter. Meins ist das hier hinten. Ich zeig dir das mal. Ja, hallo erstmal, gell? Ja, hallöchen. das hier ist meins. Ah, ja. So, warte mal. Bewohner zuweisen. Kann ich dich zuweisen oder... Seh dich hier gar nicht. Das will, glaube ich, selber machen. Ganz schön riesig schon geworden hier. Ist krass, ne? So, geht schnell. Ja. Mal gucken. Ja, Name passt sogar. Nimm wir hast du 2 Lager? Was? Hast du 2 Lager? Ist das andere hier nebendran auch ein Lager? Ist auch das kleine, oder? Eine Scheune ist das. Ach, das ist Scheune. Ah, ja, ja, okay. Sah gerade im ersten Moment, wo ich vorbeigerannt bin, sah das so aus. Retter. Können wir uns auch nochmal welche rausnehmen? Ja, die Frage ist, ich wohne zwar dann halbwegs hier, aber ich muss ja jetzt dann selber irgendwie erstmal was machen, weil ich muss ja leveln. Ich kann ja quasi noch gar nichts. Ja, gut, das ist natürlich doof, ne? Oh doch, warte mal, ich kann zum Beispiel das einfache Haus, kann ich auch schon. Hey, warte mal, dann geht... Kannst auch einfach hier mitbauen, wenn du willst. Wie weit bin ich denn hier? Hat er jetzt quasi die Dinger vom letzten Mal übernommen oder was von meinem einen Einzelspielerstand? Und ach, Zaun Scheiße. Und Sitzbaumstamm und sowas zum Beispiel habe ich erworben. Habe ich aber noch gar nicht gekauft. Vielleicht ist es das, was ich erworben habe. Das könnte vielleicht auch sein. Ne, dass er das so ein bisschen... Dass du als Host quasi die Vorgabe bist, wie weit die Technologie und so ist, oder? Sie beziehungsweise Senior. ich dann mitmische, so ungefähr. Ja. Das denke ich jetzt mal. Hm. Okay. Ein paar Sachen sehe ich auch im Inventar. Die kann ich ablegen. So, und zwar... Oh, Kilo kann ich sogar unbegrenzt tragen. Das ist auch cool.
Mhm. Ich könnte jetzt quasi Bäume ohne Ende farmen, wenn du das brauchst. Und dann. Aber Leben verlierst du, oder? Also sterben kannst du. Sterben kann ich. Okay. Apropos, also Ausdauer, ich glaub, wir Ausdauer was quasi und Kilo unbegrenzt. Genau. So, dann trinken wir mal eben einen Schluck. Aber ich hab vergessen, heute eigentlich das hier transferieren. Den lass ich mal einstecken. Die 5 Äpfel kriegt ihr auch mal rüber. Und 50 Münzen, die kann ich auch selber behalten. So, und vom Trockenfleisch gebe ich einfach mal 10 Stück rüber. Essen haben können wir ja noch. So, das Wichtige ist, wir müssen uns ja jetzt erstmal eine falsche Taste. Wir müssen uns jetzt erstmal ein Bett hauen, würde ich sagen. Was? Ein Bett bauen? Ins Bett hauen. Achso, ins Bett hauen. Du gehst nachts schlafen, achso. Ja. Wieso? Muss man das nicht? Nicht zwangsläufig, sag ich mal. Und dann können wir auch weiter bauen. Ich dachte immer, das ist wichtig. Weiß ich nicht. Also eigentlich nicht wirklich. Ich habe nachts eigentlich schon mal durchgearbeitet. Ganz selten, dass ich schlafen gegangen bin. Es ist gar nicht so dumm. Hat man mehr Zeit. Ja, habe ich mir auch gedacht. So. Dann sammle ich mal Steine. Ich gehe jetzt erstmal hier auf die andere Seite. So kann ich dann auch zum Beispiel das schon. Okay. Aber nicht gut. Das ist das, was ich dann selber lernen muss, oder? Was denn? Ah ja, die Fertigkeiten dann, also Technologie übernehme ich von dir, Fertigkeiten muss ich natürlich alles dann mir selber noch aneignen. Ja gut, klar, das ist... Aber dann sammle ich hier drüben mal Steine. Und Stöcke. So, so, ich baue das eine Haus hier gerade so weit, dass ich es dann nur noch mit einem Schlag fertig machen muss, wenn ich es brauche. Weil bis jetzt zahle ich noch keine Steuern. Okay. Also ich habe bei meinem einen Alleinspieler habe ich quasi... ja, da habe ich halt ein paar Sachen auch ausgetestet. Deswegen habe ich dann natürlich quasi, sag ich mal, wie den Gott-Modus drin gehabt. So ungefähr. Ja. Aber da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, ich habe dann 5 Häuser oder so stehen gehabt und so und musste die ganze Zeit noch keine Steuern bezahlen. Ah, okay. Erst, ja. Und ich bin auch bei dem einen Ding, bin ich zum Beispiel erst rumgelaufen in den ganzen Dörfern hier, die ja die sind, die 4 Stück. Und habe dann quasi mir halt die. Hab mir, sag ich mal, eine Frau ausgesucht und die habe ich schon geheiratet, bevor mein Dorf quasi schon. Also mein Dorf hat mit 5 Häusern gestanden, dann habe ich sie geheiratet, dann sind sie und ich quasi halt in das Haus eingezogen. Also sie zu mir. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, dann habe ich direkt Kind. Okay, gehabt. Ich habe gehört, das dauert eigentlich recht lange, bis man die soweit hat. Also es kommt natürlich auch drauf an, logischerweise, wie schnell du ja auch die Jahreszeiten hast, ne? Logischerweise. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel. 7 Tage habe ich jetzt quasi immer für eine Jahreszeit genommen. Und dann habe ich bin so oft in den Dörfern vorbeigelaufen, fast täglich. Ich bin eigentlich einmal am Tag bin ich alle 4 Dörfer rumgelaufen. Oha. Und hab die Frauen, also habe geguckt sozusagen, wen ich dann ansprechen kann und so. Ja. Und dann habe ich sie nach und nach geholt. Und dann war die nicht lange im Dorf, weil ich ja vorher schon die Zufriedenheit quasi hatte ich ja schon gemacht. Und deswegen habe ich dann im Dorf nicht lange gedauert, so 1-2 Tage. Und dann hat die quasi schon gesagt, ja, von wegen, okay, lass Kind machen. Alter! Und wenn du ja dann mit 18, sag ich mal, das erste Kind machst, ich weiß nicht, wie schnell das zweite dann geht, aber, ja, ist schon lustig. Weil dann kannst du ja vielleicht sogar noch mehr Kinder machen, weißt du? Weil sobald dir der 18-Jährige quasi außer Haus ist, kannst du ja theoretisch wieder ein Bett frei, wo du ja,
neues Kind machen kannst. Ja, ich muss mal eben da zu den Weibern da hinten hin. Ich glaube, ich muss mir da mal eine aussuchen. Ja, du musst, also ich sag mal, Vorteil ist es, wenn du jetzt die ganze Zeit die da sitzen lässt, an diesem Zelt, wo die ja da immer sitzen, dann quasi sprichst du halt mit von wegen Romantik. Romantik kannst du ja mehrmals hintereinander oftmals machen. Es geht nicht nur einmal. Und dementsprechend, wenn die halt dann 100% hast, kannst du halt direkt sagen, von wegen heiraten. Dann zieht die sofort in das Haus ein, wo du bist. Das heißt, theoretisch, wahrscheinlich würde ich dann aus deinem Haus rausfliegen, wenn du ja dann heiratest. Drogas Lover. Die haben also komische Namen. Ja, hast du jetzt zum Beispiel in deinem Dorf eine, die Single ist? Noch? Oder mehrere? Du bist mir aufgefallen, darf ich dich etwas fragen? Drei Stück sind schwanger. Ich liebe die Küche hier, was ist dein Lieblingsessen? Zuneigung plus 6. Mhm. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Oder auch nicht. Just a little bit of courage and you'll find a wife. Hier sind zum Beispiel drei drin. Ah, da ist Kind wahrscheinlich, gell? Ist deine Lieblingsfarbe? Ah. Da trinken. Also irgendwann, wenn man genug Romantik gemacht hat, steht denn da heiraten oder was? Genau, denn wenn die auf 100% sozusagen diese Zuneigung da hat, ungefähr, oder Zufriedenheit, oder wie sich das nennt, dann kannst du die dann heiraten. Zuneigung, also ich habe jetzt gesehen, 12. In dem Sinne, so wie du dein Dorf hier hast, hast du keine, sag ich mal, freie Lady. Mhm. So. Also wieder falsche Taste, ich wollte hier was herstellen, und zwar... Alter, die ist schon auf 24%. Die ist jetzt schon, die ist schon feucht und eine Büchse. Ja, die fängt schon an. Ist gerade bei Peastoria an dem Zelt. Ja, ja. Okay, heute will sie nicht mehr. Gut. Take care. Ich komm morgen wieder. Ja, welche hast du denn? Warte mal, ich komm mal zu dir. Welche hast du denn angesprochen? Nicht, dass ich die gleiche anspreche. Lechos Lover oder so. Okay. Lechos Lover lächelt mir so. Theoretisch könnte ich auch ganz in den Norden, so ungefähr, und könnte da quasi, gibt ja in jedem Dorf gibt es ja diese Zelte. Ja. Ich hatte eine bei mir, die sah aus wie, als hätte, keine Ahnung, als hätte die Koks geschnüffelt oder so. Keine Ahnung, die ich Augen bin voll jetzt weit gar auf, nicht so. Die Augen voll weiter aufgerissen. Ich bin jetzt gar nicht so nach dem Aussehen gegangen, ich habe mir einfach eine gegrabt. Ja, nee, ich habe einfach nur eine gesehen, halt beim Rumlaufen, weißt du? So, 22 könnte ich theoretisch, aber das müsste ja das System sein. Okay. Wie alt bist du? Was hast du für Eigenschaften? Nein. 19? Ja, geht so. Na komm, wir laufen mal in den Norden. Wir laufen mal in den Norden. Wir können ja unterwegs Sachen sammeln. Wir haben ja unbegrenztes Inventar. Achso, ich habe aber keine Sperre oder so ein Kram, gell? Ich habe noch gar nichts hergestellt. Hütten und so hast du bestimmt auch hier am Start die eine schon abgeklappert, oder? Was meinst du damit? Die abgeklappert? Es gibt ja leerstehende Hütten, so ungefähr, die hier so vor sich hin rotten. Ja, ob ich jetzt alle habe, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Nee, guck mal da. Hat er nicht. Cool. Ich habe eine Kupperaxt gefunden. Ist das schon mal was? Das ist schon mal was, das stimmt. Und Bierflaschen. Okay. Dann warst du bestimmt auch natürlich nicht da unten. In dem anderen Bereich. So, jetzt machen wir die Dinger mal neu. Auch noch. Einen Trank habe ich gefunden. Heiltrank. Drehen.
Jawohl, so geht es. Und da haben wir auch noch eine Flasche. Eine Flasche für die Flasche oder so eine Art. Cool, okay. Dann bin ich ja richtig produktiv und bringe dem Andy was mit hier. Für sein Dörfchen. Für sein schönes. Produktiv finde ich immer toll. Jetzt haben wir erstmal genug Sitzplätze und zwar richtig rum. Sehr schön. Alles eingesammelt. Alles eingesammelt. So zwischendrin mal auch ein bisschen Holz holen, gell? Si, senor. Manchmal sind die Gewege auch gefährlich, deswegen lieber mal aufpassen. Ja, da sind ab und zu mal Diebe unterwegs oder so. Hab ich schon mal mitbekommen. Ja, ich mach mir mal lieber zwei Holzsperre. Moin Marie! Und, Hallöchen Marie. So, nicht schön, aber selten. Und Wasser trinken, nicht Stroh. So. Marie, wir können jetzt richtig rumsitzen. Ich hab's geändert. Da, schön am Feuer sitzen.